Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch wieder so ein kleines Achievement-Guide-Video präsentieren. Heute geht es wieder um ein Berufs-Achievement aus Patch 10.1.7. Und dieses finden wir unter Berufe und dann Lederverarbeitung. Und hier haben wir den Erfolg, wie grausam. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt Nefarium im Pechschwingenhort, während ihr den Onyx-Schuppenumhang angelegt habt. Und wiederholt das für den Pechschwingen-Abstieg, damit die Botschaft auch wirklich ankommt. Heißt, wir brauchen als erstes ein Item, und zwar den Onyx-Schuppenumhang. Und den habe ich mir jetzt schon einmal zusammengebaut. Den haben wir hier im Inventar. Den kann ein Lederer craften, und zwar im Classic-Bereich. Wenn ihr das Rezept nicht habt, ihr könnt es dadurch kriegen, dass ihr dementsprechend Onyxia tötet. Onyxia ist eine Raid-Instanz, die wir einmal haben hier in Düstermarschen. Also da müsst ihr hier rein. Ist einfach nur ein Boss, den bringt ihr um und dann droppt Onyxia den Kopf. Und den könnt ihr dann in Ogrimmar oder wenn ihr Allianzler seid wie ich in SW einmal abgeben. Und wenn ihr diese Quest abgibt, gibt es dann eine Folgequest, die freigeschalten wird und die schimpft sich, die Reise beginnt. Und wenn ihr die abschließt und Lederer seid, gibt es am Ende automatisch dieses Rezept, dann könnt ihr das Ding craften. Oder ihr macht es so, dass ihr einfach hergeht und euch den im AH kauft. Der kostet meistens nicht sonderlich viel, ein paar hundert oder ein paar tausend Gold, je nachdem, was auf eurem Server quasi die Kurse sind. Also, ja, könnt ihr euch einfach auch mal Haar kaufen. Sobald wir den haben, müssen wir dann einmal in den Schwarzfels. Und hier gibt es zwei Instanzen, die wir rein müssen. Einmal müssen wir in den Pechschwingenabstieg nach BWL, wie man es früher schön gesagt hat. Also da fliegt ihr quasi hier in dieses mittlere Rondell rein, ne? Also in den Haupteingang, mittleres Rondell rein. Und dann haben wir hier so einen Balkon, so einen kleinen Vorsprung. Und wenn wir da reingehen, dann können wir einmal hier hinten durchlaufen in den Pechschwingen. Pechschwingenhort, Abstieg ist oben, dass ich es jetzt nicht durcheinander bringe. Genau, dann müssen wir nämlich hier auf die Kugel draufklicken und dann kommen wir einmal in die Instanz rein. Die Instanz müsst ihr einfach bis zum Endboss durchlaufen. Am besten den Umhang dann schon mal anlegen, dass ihr es nicht vergesst. Ich gebe euch vielleicht noch den ein oder anderen Tipp, wenn ihr hier noch nicht drin wart. Also jetzt legen wir den Umhang mal an, dass wir das nicht vergessen. Und so als kleinen Tipp hier am Anfang, wenn ihr hier das noch nie gespielt habt, weil ihr vielleicht auch neuer in WoW seid, hier beim ersten Boss müsst ihr die Mobs hier töten und dann könnt ihr hier so einen Drachen quasi übernehmen, so ein Drachkind, und damit müssen wir diese Eier zerstören. Und erst wenn wir alle Eier zerstört haben, können wir quasi den Boss hier töten und dann geht's erst weiter, ne? Also falls ihr das nicht wusstet, so als kleine Randinformation. So, Udala, kleiner Bonustipp, wenn ihr hier am Durcheiern seid, ne? Wenn ihr den zweiten Boss gekillt habt, gibt es ja hier so ein paar Drachkin in dem Weg hoch zum dritten. Und die können euch ein bisschen rumnocken, denn wir wollen uns einen kleinen Part sparen. Und zwar haben wir ja hier diese Slow-Dinger. Und wenn wir uns hier richtig nocken lassen, seht ihr, können wir uns einfach zum Boss hochnocken lassen, weil wir müssen sonst so einen ewig langen Weg hier lang, wo diese Slow-Sachen sind, die uns um 80% wegslowen. Und wenn ihr es halt, wenn ihr halt richtig hier hinlauft, könnt ihr euch da hochnocken lassen. Vielleicht, wenn ihr hier auch irgendein T-Mog oder was anderes farmt, ne? Das ist so ein kleiner Tipp, der vielleicht nicht schlecht ist. Zum Glück ist jetzt nicht der Vorführeffekt eingetreten und ich habe es verkackt. Klappt auch nicht immer, manchmal muss man dann wieder ein bisschen die ausrichten. Aber wenn ihr quasi zu dieser kleinen Lücke euch kicken lasst, dann könnt ihr euch ein bisschen was sparen. Dann kostet bestimmt 2 Minuten, bis ihr da mit dem 80% Slow rum seid um die Ecke. So, dann sind wir beim Endboss, beim Nefarian. Den müssen wir jetzt hier einmal anquatschen. Vorher nochmal checken, dass ihr den Umhang anhabt. Und dann müssen wir jetzt erstmal ein paar Minions umhauen, bevor der Boss wirklich selber rauskommt. So, da kommt er runter, der Nefarian. Den klopfen wir einmal weg. Und dann gucken wir mal, das müsste jetzt fürs Achievement gezählt haben. Genau, Nefarian besiegt haben wir. Und jetzt müssten wir quasi hier in den Eingang rein, aber nicht in der Instanz. Sondern wir müssen jetzt quasi hier einmal raus. Kleiner Tipp, ihr könnt, wenn ihr schnell aus den Instanzen raus wollt und davor bleibt, einfach irgendeine Instanz queuen und dann aus der Gruppe rausgehen. Dann werdet ihr nämlich rausgeportet. Wir müssen nämlich jetzt in die andere Instanz, wo Nefarian drin ist, in Black Rock. Und zwar nicht in den Abstieg, sondern das ist eine Instanz hier aus Cataclysm. Da können wir jetzt hier mal gucken. Das ist nämlich einmal Pechschwingen Abstieg, Pechschwingen Hort war mal gerade, genau, da wollen wir jetzt hin.
So, Dola, am Pechschwingenabstieg sind wir jetzt einmal, beziehungsweise am Eingang. Der ist halt, ja, wenn ihr oben auf den Berg drauf fliegt, ne, auch von quasi der rechten Seite oder östlich besser gesagt. Und da können wir jetzt dann einfach hier in die Instanz rein. Da ist es eigentlich auch relativ selbsterklärend. Wir müssen einmal tutti completi durch die Instanz durch. Erst links, rechts die Bosse besiegen und dann ist so ein kleines Rundell in der Mitte. Also müssen jetzt erst die beiden besiegen, dann im Rundell haben wir außen in den Flügeln die Bosse und am Ende kommt dann Onyxia bzw. Nefarian in der Mitte und da müssen wir natürlich auch wieder unseren Umhang anhaben. Sobald wir dann die ganzen Bosse hier gekillt haben in dem Rundell, können wir hier auf der quasi Seite, wo wir Atramedes haben, eine Orb anklicken. Und dann haben wir hier eine kleine Option und jetzt legt hier Nefarian los mit seinem Dialog. Und dann können wir quasi zu ihm laufen. Da kriegt man ein bisschen Schaden am Anfang, solange er sein Schild hat. Und dann können wir runter zum Boss springen, müssen erst Onyxia umbrezeln, dann kommt Nefarian in den Kampf und dann können wir Nefarian töten. Wichtig, wieder checken, habt ihr den Umhang an, nicht dass irgendwelche Addons die Sachen wieder ausziehen. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, wieder, da kriegen wir ein bisschen Damage, also da sollten wir jetzt noch einen Ticken warten. Das scheint auch prozentual zu sein. Uff, fast gestorben. So, Nefarian ist gerade gespawnt, umgehauen haben wir ihn und dann gibt es auch schon das Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht, ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit. Sobald ihr den Umhang habt und wisst, wo die Instanzen sind, beziehungsweise wie ihr es zu spielen habt. Das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.